So, die Milch ist draußen. Also dieses weiße Zeug, ihr wisst schon, ne? Ja. Deuten wir es mal ein bisschen intensiver an, dass es hier um was Perverses geht. Könnten ja kleine Kinder anwesend sein, die es nicht gleich verstanden haben. Da, 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 da. Was macht mein Leutnant? Und ich muss hier mal kurz was beiseite legen. Weil ich nachher ja das nächste Passwort ausschreiben muss. Wo ist mein Leutnant hin? Da lief doch eben noch ein Leutnant rum. Wo ist der hin? Es ist deprimierend. Egal, hat sie erledigt. Egal, Karl. Ach ja. Läuft doch super. Superb! Läuft Suppe! Oder so. Greifen wir die ihn an. Greifen wir die Burg direkt an! Was ist der Holz vielleicht? Denkt mir schon. Hä, wer prügelt sich denn da jetzt? So, da haben wir noch was, das wir einnehmen müssen. So, ja! Sicher. Ich glaube, das wird gleich eklig. Ich wusste es. Ich hätte die Wachhäuser noch einnehmen müssen. Die muss ich noch einnehmen, auf jeden Fall. Moment, ist das da unten leer? Ach nein, da ist nur einer drin, deswegen ist die Flagge so niedrig. Ding auf Halbmast! Gestern ist nämlich meine Oma gestorben. Aber kein Seuch, die mochte ich eh nicht. Scheiß Miststück. Hat mir nie Geld gegeben. So, Weg ist weg. Wo willst du hin, Kleiner? 223. Gott, mein Penis wird auch jeden Tag länger. Schon 223 metrische Meter lang. Mach den Hauptmann platt. Zeig ihm, wo Hammer und Sichel bei uns hängen. Zwar nicht bei uns. Der macht ihn echt platt, ich bin beeindruckt. Das hat er natürlich auf volle Mannstärke erhöht. Ist er Rassist? Sofort rassistisch gegen mich. Gegenüber mich. Mir. Wie auch immer. Da ist ein Obergefreiter drin, der schafft es wahrscheinlich trotzdem nicht. Da ist noch ein Einzelner. Das könnte er schaffen. Hätte ich irgendwie noch eine Straße gebaut? Nein, ich bin glaube ich unterbrochen worden oder so. Und da fällt mir an, ich muss ja doch so ein Eisenwerk und so bauen. Ach ja, richtig, ist ja Wasserweg, ich Vollpfosten. So, meine Minen. Ich denke mal, hier kann ich noch locker eine Eisenmine bauen. Da ist auch noch ein wenig Eisen. Sie haben einen Sieg errungen. Sieg! Wie geil, wie geil! So geht's auch vorwärts. Es geht vorwärts. Es geht vorwärts, wenn wir rückwärts fahren. Oder so ähnlich. Dahin. Nein, noch weiter rauf. Zu weit. Das ist GPS. Hier ist noch Kohle. Ach, ich kann hier noch Kohleminen bauen, Junge. Das ist so viel Kohle, das kannst du gar nicht ausschütten. Muss ich praktisch nur bücken. Jetzt bück dich, Kleine, bück dich. Heb die Kohle auf. Wie sieht's überhaupt? Ach, das ist das Schloss, ich denke mir schon, hä? Ich könnte hier doch den kleinen Futzel da einnehmen. Wird schwierig mit so einem einzelnen Schloss. Das geht ja auch nicht, weil die Flagge ja dann hier stehen müsste. Och nö! Ich will das jetzt nicht verlieren. Nö.
Nur das Snow, dass er jetzt da an war. Er gewinnt auch noch. Ich glaube, es hackt. Nein, nicht schon wieder. Leck mich. Nein. Ich sichere erstmal irgendwo. Ich habe nämlich keine Ahnung, wann ich zuletzt gesichert habe. Lange her ist es, glaube ich. Ich glaube, habe ich zuletzt gesichert gehabt, ne? Kein Bock, das jetzt nochmal aufzubauen, alles. Ja, es ist, da hat er nur noch zwei Wachhäuser, die irgendwie besetzt sind. Dann pisst er mich trotzdem so an. Das gibt's doch nicht. Was ist? Das war ich schon, bis auf blau bin. Nee, habe ich, glaube ich, zuletzt gespeichert. Ich weiß es ja nicht mehr. Ich soll es vielleicht durchnummerieren, das wäre vielleicht sinnvoller. Da wüsste ich, wo ich wann zuletzt wie gespeichert habe. Da habe ich auf jeden Fall noch nicht das Fleckchen hier eingenommen. Und das da hinten noch nicht angegriffen, zu dem Zeitpunkt nicht. Ich kann es auch nicht angreifen, das da, ne? Das war kurz bevor ich das erste Mal mich hier einer aufs Maul bekommen hat, ne? Ja. Und hier kommt wieder einer aufs Maul. Du gewinnst bitte? Nein, natürlich nicht. So, da war doch dann irgendwann der Obergefreite drin. Der ist jetzt schon drin. Kann ich also mit Zweien hier nochmal angreifen? Das ist gar nicht so alt, der Spielstand, glaube ich, vielleicht eventuell. Möglicherweise besteht die Möglichkeit, dass ihr Spielstand noch nicht ganz so alt ist. Möglicherweise. Da muss ich die Mine jetzt gleich nochmal bauen. Ne? Erst will ich noch hier einen Weg bauen. So funktioniert das nämlich, seht ihr? Da kann ich zwar keine Leute, sondern nur Waren transportieren, aber darum geht es gerade nicht. Ich habe gewonnen. Jawoll, ich habe einen Sieg errungen, schon wieder. Und ich habe gewonnen, schon wieder. Ich muss bei Gelegenheit dann unbedingt dieses Zeug da unten einnehmen. Das ist ekelhaft, apropos ekelhaft. Ich steck mir jetzt den Finger irgendwo hin. So, noch ein Weg, noch ein Weg. Es ist spannend gerade. Ist das spannend oder nicht? Nee, eher nicht. Ach, das ist doch gar keine Ahnung, Noob, ey. So, sinnlos Wege gebaut. So, und da oben, also hier so krass hier, ne? Habe ich noch voll die korrekte Eisenmine gebaut, das weiß ich noch ganz genau. Voll die korrekte Weganbindung an allem. Direkt Weganbindung an Lagerhaus. Kann man die Mine direkt einlagern. Ja, geht nicht. Geht auch nicht, verdammt. Ich kann ein Dreieck bauen. Ist auch ein bisschen krumm. Hey, sieht so ähnlich aus wie das Star Trek Zeichen. Also, ja, nicht so wichtig. Ich wollte es halt mal erwähnt haben. Mehr sinnvolle Wege für mich. So, greift er mich wieder an? Nein, diesmal heute noch nicht. Wie sieht's da aus? Da hatte ich schon angegriffen, oder? Ja, aber scheinbar nicht gewonnen. Verloren, du Spurst! So. 54. Obwohl, ich habe alles, um minimale Besetzung zu gewährleisten, oder? Ja, doch, 57 brauche ich dafür ja nur. Und ich habe schon, oh Gott, ich habe schon über 80. Ich habe sogar schon über 90. Stell dir das mal vor, ich habe 94 ungefähr. 93 zähle ich gerade. 80, 86, 91, 93, ja doch 93.
So. Jetzt warten wir wieder eine Stunde. Wenn der verkackte Feind nicht aufgibt. Ich werde noch ein paar Wachhäuser bauen. Vielleicht gibt er dann auf, wenn ich hier noch so alles voll mit Wachhäusern baue. Damit ich auch diese letzten Flecken hier noch habe, aber... Ich glaub's mal eher nicht. Ich greife das Schloss an. Ja, genau. Ja, 80%, das lässt sich sehen. Ne? Was sagt denn die Kohleproduktion? Oh, die hat vorübergehend hohes Niveau erreicht. Fische sind mal wieder tot. Scheiß Überfischung hier. Kack der Realismus in Spielen. Eisenproduktion läuft weiterhin. Die Goldproduktion, naja. Die Goldbarren hier. Wo es die Goldproduktion einbricht, ist ziemlich klar. Steine produziere ich überhaupt keine mehr. Aber ich habe ja noch genug. Apropos keine Steine mehr, weil ich muss nach unten. Wenn ich da eh keine Steine mehr produziere, kann ich das Ding ja abreißen. Ist schon ein bisschen schinnfrei, ne? Wenn er den Stein da hinten nicht abbaut. Mach mich aggressiv. Oder so. Also Land bin ich 95%, möchte ich mal sagen. Der Lilane hat irgendwie 0 oder 1%. Häuser sieht auch sehr schön aus. Oh, da habe ich inzwischen sogar 45% erreicht. Und der Rote hat weniger Militärkraft als der Lilane. Oh Gott, ich will gar nicht wissen, was der Lilane alles in seinem Schloss hat, wenn der jetzt schon weniger hat. Ich soll vielleicht mal ein wenig erhöhen auf 2 Stunden. Ich kann es bald auf 5 Stunden, 10 Stunden erhöhen, weil ich schon wieder seit, was weiß ich, 6 Stunden spiele. 6,5 bald. Nein, 2 Stunden reicht aus. Ich liebe solche Grafiken. Sie sind total nutzlos, aber ich liebe sie. Ich will sie heiraten und Kinder mit ihr machen. So weit können die Soldaten nicht weg sein. Da ist ein Offizier drin. Und ein Gefreiter. Aber ich greife mit noch irgendwas an. Oder? 4 Stück waren es, ne? Ja. Nein, 5 sogar. Dann habe ich nochmal 2 Obergefreiter und irgendwo muss ich noch einen haben. No, wow. Wow! Wo hat er sie versteckt? Der Sohn seiner Eltern. Ich finde ihn nicht. Ich kann auf gut Glück einfach mal angreifen. Ne? Vielleicht ist ja was Gutes drin. Ah, nein. Offizier. Otto. Im Otto. Ja, oder so. Vielleicht schaffe ich die Mission ja heute noch. Komm, wir greifen mal mit allem an. Gefreiter. Er wird nicht mehr gescheiter. Toller Witz. Ich platz gleich vor Lachen. Oh, ach nein, ich platz, weil ich so fett bin. Hey, die Flagge ist weiß. Geile Scheiße. Och nö, jetzt greift der mich an. Hä, Moment, müsst ihr nicht... Mann, laufen die schnell bei denen. Was ist da drin? Obergefreiter? Könnte eng werden. Ah, toll. Meine Gefreite werden schon wieder niedergeschmetzelt. Geschmetzelt! Geschmetzeltes, kennt man ja, ne? Das ist ein Schnitzel, das schmeckt. Ich habe nicht gesehen, wer den ersten Schlag abbekommt. Ah, das sieht schlecht für mich aus. Oder? Nein, ich gewinne. Ich gewinne natürlich, wie kann es anders sein? Und da kommt der Hauptmann raus, leckst mich doch am Arsch. Ja, und der gewinnt auch noch, ganz toll. Tschüss. Oh, da kommt noch ein Obergefreiter, der wird's raushauen. Der haut die voll raus. Oh, ein Leutnant. Da habe ich ja fast schon eine Chance. Ah, nein. Nein.
Doch, ich pack's nicht. Ich backe es nicht, ich koche es. Du läufst den langen Weg darum, okay. Lass dir ruhig Zeit, Kleiner, ne? Wir wollen keine Hektik. Mein Obergefreiter muss da noch was regeln. Lauf, Obergefreiter, lauf! Weg deine scheiß Kackstelzen! Ich merke, dass das Niveau bei jeder Folge... Moment, da sind noch zwei Gegner. Ach ja, richtig. Der Hauptmann war ja auch noch da. Los, du musst einen Hauptmann und zwei Leuten ans Platt machen. Ganz einfach. Den Hauptmann hast du ja schon mal. Und dann... Okay, du musst zwei Hauptmanns und einen Leuten ans Platt machen. Kein Ding für dich. Ah, nee, das gewinnt er glaube ich nicht mehr. Nein. Ich hab noch irgendwo einen in der Nähe. Weiter drauf mit allem! Apropos allem, ist hier oben mal wieder irgendwas? Jawoll, ja! Ja, ja. Würde ich sagen, wir schicken gleich mal den Leutnant los. Den Hauptmann werde ich wahrscheinlich nie wieder losschicken. Schade, schade. Los, du musst dann nur noch zwei Hauptmann, noch einen Hauptmann und einen Leutnant platt machen. Mehr nicht, mehr will ich gar nicht von. Ich hab doch gar nichts von dir verlangt. Bloß, dass ein paar Hauptmänner und Leutnants tötest. Egal, den Feind beschäftigt halten. Bringt mir zwar nichts, aber egal. Egal, Karl, wir kegeln jetzt mal ein. Mit einer Bowlingkugel. Ah. Riecht mir das nur so oder ruckelt das jetzt irgendwie? Kann gar nicht sein, ich habe stabile 50 Frames. Ja toll, der verliert jetzt nicht. Ja genau. Genau, er verliert nicht. Er gewinnt. Ganz klar. Ganz Klaus. Er ist ein Pole! Er klaut die Wachhütte einfach. Die andere Wachhütte wird schwieriger erobern zu sein, da sind die Feinde viel näher. Ich schaue lieber dazu, da könnte ich auch mal gewinnen. Wenn sich mein Mann da mal erbarmt anzugreifen, irgendwann mal. Ich brauche noch einen zur Verstärkung, damit ich gleich in das nächste Wachhaus rollen drücken kann. Vorausgesetzt natürlich, ihr gewinnt. Und tschüss. Weil fiegst du so gut an. Ich habe keine Ahnung, wo die jetzt alle herkommen, aber drauf! Bis sie nachgeben. Bis sie müde werden. Und tot umfallen. Hallo. Greift das Wachhäusl hinter an. Ach, ich hasse dich. Fahr zur Hölle. Was macht ihr da für einen Scheiß? So sieht es nicht aus, wenn man gewinnt. So sieht's aus, wenn man aufs Maul bekommt. Kenne ich, bekomme ich ständig. Vor allem von mir selbst. Ah, er nähert sich. Er umkreist das Gebäude, bevor sie das und dir die Lage. Ich hab noch mehr Soldaten, ne? Aber der Rode hat scheinbar nicht mehr so viel, ne? Naja, 20%, ne? Okay, im Verhältnis dazu habe ich das Doppelte, ne? Also so viel kann der nicht mehr haben. Gut, ich weiß nicht, inwiefern die Stärke das jetzt mit Rängen hat, weil wenn jetzt Ränge auch noch reinfließt, dann hat er gar nichts mehr, weil... Außer auch ein paar Hauptmänner und Leutnants und so. Und wo ist mein Leutnant hingelaufen? Ach, du läufst dann auf? Habe ich dich nicht da runter geschickt? Bin verwirrt. Ah.
Ja, sehen immer wieder gewinnt. So als Abwechslung. Hm? Jawohl, so stelle ich mir das schon eher vor. Ach, mein Leutnant ist so dämlich. Mensch. Der scheißt auch neben das Klo, wenn er draußen sitzt. Los, mach den Hauptmann fertig. Komm schon. Mach die Schwuchtel mit seinen langen Haaren platt. Scheiß Schwuchtel, ey. Hallo, Leutnant. Mensch. Kein Alkohol mehr im Dienst. Rum und Ehre ist nach dem Dienst. Ist ja alle an den Hauptmännern nicht scheitern. Außer natürlich der Gefreite da unten. Der gewinnt natürlich gegen den Hauptmann. Leck mich. Leck mich schon, kleine Schlump. Jetzt werden wir das Niveau mal wieder etwas anheben. Hau mir aufs Maul, hau mir aufs Maul, komm schon. Ach, Scheiße. Ich wünschte, deine Eltern hätten dich nie gezeugt. So, wie sieht's denn da jetzt aus? Mensch, ist ja dümmer als die Polizei erlaubt. Wo läufst du jetzt schon dahin? Nein! Greif an! Naja, der Gefreite, der wird's bestimmt recht. Boah, wie gehen die Soldaten da unten aus? Ja, der Obergefreite läuft hin. Hä? Wo kommt denn der jetzt? Ich will gar nichts sehen, ne? Ich muss eher an den Bildschirm hin. 10 cm vorher mit dem Fernglas zu sitzen reicht einfach nicht mehr aus. Du gewinnst. So sieht's nicht aus, wer gewinnt, du Versager! Ihr stinkt alle! Noch mehr! Komm! Ich will dieses scheiß Wachhaus! Bin ich alles verheizt, was ich noch hab. Auch jetzt greif endlich an, du scheiß Leutnant! Geh ran, Mann! Hauptleutnant, geh du hinein, Unteroffizier. Meinst du, du kommst heute nochmal irgendwie an? Nein, Mann! Du verlierst natürlich? Natürlich verlierst du. Wie könnte es denn anders sein? So, und jetzt wird der Leutnant natürlich aufgehalten, weil... Einen Moment, der läuft jetzt nach Hause? Nein, der läuft jetzt dahin. Ich kotze gleich! Kann doch nicht so schwer sein, diesen einen scheiß verkackten Hauptmann platt zu machen. Ich hab 237%. Och nein, du verlierst auch. Ihr seid so ein Versager. Hab ich denn hier keine richtigen Soldaten irgendwo? Oh, was stehst du da noch so dämlich rum? Ach, lässt dir die Leute warten. Ich flipp aus. Du verlierst natürlich auch, war ja klar.